Auf der Wache wird jetzt eine bestohlene Tätowiererin zum folgenschweren Einsatz für Erik Stein. So, bevor es dann weitergeht, Frau Bach, sagen Sie mir bitte noch mal, was ist denn alles abhanden gekommen? Mindestens, was habe ich eingepackt? 3 Tattoo-Maschinen. Den entsprechenden Trafo dazu. Ja? Nadeln, Farben, Farbkappen, Motivordner. Tja, halt alles, was man so braucht für so eine Convention. Mach mal auf. Hey! Guckst du hier gleich mal nach wegen Batterien? Ja. So, was soll denn das hier gerade? Ja. Habt ihr zu Hause Tür nach Schaumstoff? Wir haben nur geklopft. Das Klopfen macht ihr da zu Hause auch? Wenn die Tür nicht aufgeht? Die Tür ist aus Glas und man wartet, wenn man irgendwo reinkommt, ja? Ja. Also so lassen wir bestimmt niemanden rein. Habt ihr ein Anliegen? Ja. Also, benehmt euch. Gut? Ja. So, wenn ihr wirklich was habt und euch friedlich benehmt, dann dürft ihr reinkommen. Ist ein gutes Haus. Ja, ihr guckt mich an, ja, ihr wollt doch was. Ich habe eine Anzeige gemacht, eine Körperverletzung. Was ist denn passiert? Ich wurde unbewusst tätowiert. Und zwar haben wir uns... Aha. Und das gefällt Ihnen jetzt nicht, oder wie? Oder wie verstehe ich das? Unbewusst tätowiert? Unbewusst. Ich weiß nichts davon. Als der Tätowierer tätowiert hat, haben Sie weggeguckt, oder was? Wieso Tätowierer? Nein, nichts Tätowierer. Also wir haben uns gestern Abend alle zusammen getroffen, dann haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren und dann habe ich den heute Morgen wieder getroffen, beziehungsweise ich habe ihn getroffen und dann hat er mir das gezeigt, okay, dass er unwissentlich tätowiert worden ist. Ja, haben Sie gesoffen gestern oder was? Nein, ich nicht mehr erinnern kann, wir haben nichts gesoffen. Okay, aber Sie merken das doch, wenn jemand an Ihren Hund tätowiert oder was? Nein, ich habe es wirklich nicht gemerkt. Ach, nimm auf von mir, also ich mache deine Batterien. Tja. So, seid leise und friedlich und dann... Ja, wollen wir mal. Jetzt tun Sie mir mal bitte einen Gefallen. Ich mag das gar nicht, wenn hier auf der Wache irgendwie was gefilmt wird und Sie haben das irgendwie hier auf Filmmodus. Also das Handy packen Sie jetzt erstmal weg, ja? Nee. Okay, danke. Dann gehen wir jetzt mal ins Büro und dann können Sie mir diese ganze Geschichte nochmal erzählen. Ja? In welchem Verhältnis stehen Sie? Sind Sie irgendwie ein Paar oder was? Nein, gute Freunde. Okay. Dann gehen Sie einmal in die 6. Hier, ja, seelische Unterstützung. Seelische Unterstützung auch immer gut. 6 ist frei. Okay, dann gehen Sie da mal bitte durch. Können sich setzen. Nehmen bitte hier Platz. Dann hätte ich zunächst erstmal gerne die Personalien von Ihnen. Wenn Sie einen Ausweis haben, wäre ich Ihnen da sehr dankbar. So, jetzt sagen Sie, Sie sind tätowiert worden, ohne dass Sie da was gemerkt haben. Ja. Wie ist sowas möglich? Ich weiß es nicht. Wir waren gestern, wie gesagt, wie mein Kumpel schon gesagt hat, wir waren gestern unterwegs. Ja. Sind um die Häuser gezogen. Hier in Köln. Hier in Köln. Haben ein, zwei Biere getrunken höchstens. Ja. Mehr nicht. Nach 2 Bieren merken Sie nicht, wenn jemand an den rumspielt oder rumkasselt. Doch, eigentlich schon. Ja, aber? Nichts aber. Ich weiß nicht, woher das Tattoo kommt. Ich habe wirklich nichts gemerkt. Wir waren weder betrunken noch sonst irgendwas. Keine Drogen, kein gar nichts. Das heißt, Sie müssen ja zu irgendeiner Zeit bewusstlos oder sowas gewesen sein. Oder halt nicht bei Verstand. Ich weiß nichts. Kann Ihnen da vielleicht jemand was ins Getränk getan haben oder so? Können Sie sich erinnern, dass Sie wenigstens bewusstlos waren oder dass Sie irgendwann wieder aufgewacht sind? Ich bin zu Hause aufgewacht. Okay. Wie immer. Okay, und davor hatten Sie einen Film. Oder können Sie sich erinnern, dass Sie auch noch zu Bett gegangen sind? Das wissen Sie nicht mehr. Ich weiß nicht, wann. Okay. Gäbe es denn irgendjemanden, der Grund dazu hätte, das Ganze bei Ihnen aus dem Wagen zu holen? Ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Haben Sie nicht? Nein. Gut. Wo hatten Sie den Fahrzeug denn nachts über abgestellt? Vor der Haustür. Ich habe es vor dem Laden gepackt, bin dann nach Hause gefahren und heute Morgen war der Kofferraum aufgebrochen. Okay. Gut, also ich würde dann, wie gesagt, jetzt nochmal schnell einen Bericht schreiben. Den können Sie dann bei der Versicherung einreichen und dann wird der Schaden auch reguliert. Ja? Wir werden die Anzeige jetzt schreiben, oder habe ich ja gemacht, aber die geht dann anonym, die geht gegen Unbekannt. Ja. Ja, weil wir jetzt keinen Tatverdächtigen erstmal haben. Ja? Ja. Was ich jetzt noch mache, das ist, dass ich ein Foto mache von Ihrem Tattoo. Ne? Deshalb, da müssen Sie sich dann nochmal freihalten. Ich hole jetzt mal eben ein Fotoapparat. Und Ihnen habe ich wiederholt gesagt, stecken Sie das Handy weg, sonst geht das gleich in den Handyhimmel, okay? Ja. Lass mal ein Fotoapparat. Nimm den. Ich sehe gerade, Chef, ich habe den Dings vergessen. Mach dich da mal bitte frei. Ich muss einmal streifen, ich muss den Streifen. Ich muss das ja ganz sehen, ne? Lassen. Ich
schöne. Du bist mir gleich auch mit rein, ne? Ja, Prost Mahlzeit. Lars, richtig, oder? Ja. Aha, kann das sein, dass wir gestern einen Termin hatten? Das ist auf jeden Fall nicht von mir, das Tattoo, oder? Kennen Sie den? Könnte ich mich dran erinnern. Sicher? Ja, ich kenne den jungen Mann. Woher kennen Sie den? Er hätte eigentlich gestern bei mir einen Termin gehabt. Anzahlung hat er schon geleistet, ist aber leider nicht aufgetaucht. Ja, ich möchte das gerne mal zurückhaben. Ja, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz intervenieren. Der Herr ist tätowiert worden gegen seinen Willen. Und der aber nicht von mir. Der Termin war ursprünglich bei mir. Er ist aber nicht aufgetaucht. Okay. Das Merkwürdige ist ja jetzt, dass er tätowiert wurde. Ich weiß, von wem er tätowiert wurde, heute mit diesem Tattoo aufgewacht ist. Und dass er dann jetzt einen Tattoo-Termin hatte, das wundert mich jetzt auch, ne? Wäre mal lieber zu mir gekommen, ne? Dann sieht das jetzt anders aus, junger Mann. Und die Anzahlung ist genau für solche Fälle nämlich da. Wenn die Leute nämlich nicht auftauchen und meinen, sie müssen meine Zeit verschwenden, kaufe ich mir jetzt ein schönes Paar Schuhe von. Sag dem jungen Mann mal bitte, dass ich das nicht gewesen bin. Nee, das sag ich ja. Er kann sich ja gar nicht erinnern, wer das gewesen ist. Ja, umso besser. Kann das vielleicht sein, dass das aber trotzdem in Ihrem Tattoo-Studio stattgefunden hat? Bestimmt nicht. Nein, das Studio war gestern zu, weil ich mich für Convention vorbereitet habe. Okay. Nachdem er nicht gekommen ist. Ja, sei es drum. Pass auf, ich gehe die Streifenbelege holen und drück mir gleich mal auf, ne? Ja. Ja, klar. Und wenn du nix hast, ne? Hier, hey! Einmal bleib mal hier stehen! Einmal aufhören zu filmen. Ja, ist jetzt klar. Und an den Streifenwagen pissen oder was? Mach mal die Hose zu. So, einmal Unterstützung draußen, bitte. Was soll das? Junge, Alter. Du pinkelst gegen und er filmt oder was? Ich wollte eigentlich daneben pissen, aber. Ja, und dann? Hast du dir gedacht, stand der Wagen da halt. Steht so günstig, ne? Ja, stand so günstig so. Warum nicht, ne? Er wollte an den Streifenwagen pinkeln und er hat's gefilmt. Mutig. Ist doch nichts dabei. Ja, weiß ich nicht. Ja, ist schon mal dabei, ne? Schreib mal einmal was, ne? Wem gehört denn der Wagen hier? Gehört sich ja nicht. Der Wagen, ja, wir sind mit dem. Komm doch mit. Ja. Ist das Ihr Wagen oder was? Ja, wir sind damit hergekommen. Und das Zeug da drin, gehört das Ihnen? Keine Ahnung. Wieso Tätowierer? Ja, dein Zeug? Ja, was ist so hergekommen mit dem Ding? Wissen Sie also nicht? Ja, was ist da drin? Das ist eine Tattoo-Maschine, da hat's doch gerade die Dame. Was ist das? So, wir gehen einmal rein. Ja, kommen Sie mal mit. Machen wir. Der Kollege hat mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass in dem Fahrzeug sich wohl ein Tätowiergerät, eine Tattoo-Maschine befindet. Das passt natürlich so ein bisschen zu dem Vorgang, den der Kollege da angerissen hat. Zufälle gibt's. Wir glauben nicht immer an Zufälle, gerade wir nicht. Aus diesem Grund ist das für uns natürlich Grund genug, die Herren dann wirklich mal reinzunehmen und zu fragen, was hier Masse ist. Sie kennen sich alle, ist richtig, ne? Ja. So, wir haben, ich füge mal zusammen, was wir haben. Wir haben die Tätowiermaschine im Fahrzeug gefunden, das Sie hier bewegt haben. Dann erzählt er mir oder er erzählt uns, dass er eine Tätowierung hat, sich aber nicht daran erinnern kann, wo die herkommt. Aus welchen Gründen auch immer, was für mich absolut unvorstellbar ist. Sie sagen, Sie sind ja geistiger Beistand. Und Sie beiden sagen, Sie sind zufällig hier vorbeigekommen, haben vom Streifenwagen geparkt. Dann wollten Sie eigentlich pinkeln und jetzt haben Sie einen Streifenwagen gesehen, dann pinkeln Sie mal gegen den Streifenwagen. Ja. Aber alle sind miteinander vertraut und nicht verwandt und nicht verschwägert. Nein. So, ich gebe Ihnen jetzt die Möglichkeit, einmal auf den Tisch zu hauen und rein den Tisch zu machen im gleichen Atemzug. Und hier mal ein bisschen aus sich rauszukommen, weil sonst schreiben wir die Anzeigen so, wie sie sind und dann wird es halt kräftig für euch. Das sage ich, wie es ist. Ne, ich habe ein Fahrzeug aufgebrochen, hier steht eine GEFKV im Raum, das ist hier kein Kindergarten mehr. Und wir sind nicht auf dem Rummelplatz, dass wir die ganze Zeit uns hier... Sag schon, komm, sag, was passiert ist. Also, im Endeffekt war das alles eine Wette. Wir haben, wir vier kennen uns, dann haben wir gestern Abend gedacht, ja okay, komm, wetten wir mit ihm, dass er sich ein Tattoo stechen lässt und dann wollte er es nicht. So, dann dachten wir, okay, setzen wir ihn halt weiter unter Druck. Dann haben wir halt die Tattoo-Maschine geklaut und dann haben wir ihn halt tätowiert. Und da die das nicht glauben wollten, dass er das macht, habe ich das halt gefilmt. So, das als Beweismittel in dem Sinne, dass die Wette dann auch gilt. Okay. Und wie kamen Sie an die, Tätowiermaschine von der Frau Bach ran? Woher kennen Sie die oder war das Zufall? Nee. Ja, ich habe Tattoo-Termin gemacht, weil ich unbedingt ein Tattoo haben wollte. Ja. Habe aber kalte Füße gekriegt und den Termin. Alles klar, das ist, was er gerade erzählte. Ja, okay. Und Sie beiden haben dann, weil Sie mit dem Fahrzeug gekommen, wo die Tattoo-Maschine drin ist. So, und Sie haben jetzt das Ding weitergesponnen und haben dann nochmal eine Wette rausgemacht und wollten bei unseren Streifenwagen pinkeln. So kann man das quasi sagen. So kann man das quasi sagen. Ja.
Also es war halt ein Wetter auch wirklich und ja. Das tut uns wirklich leid. Es stellt sich heraus, dass der tätowierte junge Mann ebenfalls nur aufgrund einer Wette mit seinen Freunden auf der Wache erschienen ist. Er sollte so mutig sein und auf der Wache vor den Polizisten die Hose runterlassen und sein Tattoo zeigen, während sein Begleiter die Aktion filmt. Dieses kindische Vorhaben hat unangenehme Folgen. Ja, meine Herrschaften, wir sind eigentlich somit durch. Sie bekommen alle dann noch mal Post, ja? Wegen Vortäuschen einer Straftat, wegen dem Einbruch, ne? Da seid ihr beide ganz fest mit im Boot. Ja, und alles, was ihr da noch zu lesen bekommt, da würde ich euch dann empfehlen, euch einen rechtlichen Beistand zu suchen. Ja, weil wir sind jetzt hier durch.